Heuer findet in Weißrussland die Weltmeisterschaft der Forstarbeiter statt. Österreich spielte dabei von Beginn an eine große Rolle, kamen doch die Mannschaftsweltmeister der letzten Jahre immer aus unserer kleinen Alpenrepublik. Und das Kuriose an dieser Mannschaft war, dass es ausschließlich Montafoner waren, die den Titel ins Land holten. Vor dem Hotel Montafonerhof in Tschagunz traf sich die Elite der Forstarbeiter aus Italien, Liechtenstein, Deutschland, der Schweiz und natürlich aus Österreich. Und sie nutzten die Gelegenheit, sich vorab bei einem Wettkampf zu messen. Ready, go! Ein besonderes sportliches Highlight stellten in diesem Sommer gewiss die Olympischen Spiele dar. Jeder kennt sie und fast jeder hat sie gesehen. Eine doch etwas andere sportliche Disziplin stellt die diesjährige Weltmeisterschaft der Forstarbeiter in Weißrussland dar, die vielleicht nicht jedem ein Begriff sein dürfte. Und das, obwohl Montafoner jahrelang zu den Favoriten zählten. Unser Geheimnis war einfach das, wir haben nie einen Einzelnen gefördert, sondern immer gemeinsam versucht, uns alle weiterzubringen. Also wir haben an den Motorsägen schon Entwicklungen gemacht. Ich weiß, im Jahre 94 hat man uns bei der Illwerke Dinge gemacht für die Motorsägen, wo heute jetzt, so viele Jahre später, Standards sind bei Stiel. Was die Forstarbeiter an Zielfällen, Entasten, Kettenwechsel und Präzisionsschnitt wirklich fasziniert, ist für den Otto-Normalverbraucher im ersten Moment vielleicht nicht ganz einleuchtend. Wer dem Spektakel jedoch selbst beiwohnt, dem wird schnell klar, dass es hier um weit mehr geht als um einfaches Baumfällen. Was ist denn so das Geheimnis für denen, die da besonders schnell sind? Viele Training oder könntest du einfach? Training ist schon. Und Sicherheit kommt halt mit dem Training, oder? Schnelligkeit, die hast du gleich mal Huss, aber Sicherheit vom Abschneiden, vom Mast und vor allem, oder? Dass du wirklich konstant deine Leistung bringst, das ist nur Training, oder? Ja, früher war das wirklich so, das sind ja alles praktische Disziplinen, habe das bei der Arbeit gemacht, aber mittlerweile ist das alles so in einem Sportwettbewerb eingetütelt, alles genormt, damit jeder die gleiche Bedingung hat. Jetzt musst du schon auch mal trainieren, die speziellen Disziplinen in einem Trainingsplatz. Was ist denn deine besondere Stärke im Wettkampf? Ja, ich bin nie nervös und meine Lieblingsdisziplinen sind ein Trost und Kettenwechseln. Doch nicht der Spaß an der Sache selbst ist ausschlaggebend für eine Top-Positionierung bei der WM. Eine harte Ausbildung, jede Menge Übung und Genauigkeit stehen klar im Vordergrund. Beim Forstwettkampf geht es um den Forstarbeiter, der mit voller Schutzausrüstung sehr schnell, aber auch präzise, es geht um Präzision und um Schnelligkeit, verschiedene Bewerbe durchführt. Das eine ist der Präzisionsschnitt, der Kombinationsschnitt. Es geht um das punktgenaue Baumfällen, wo also von der Sicherheit, ebenfalls vom Ablauf, alles beurteilt wird. Es geht, wie wir jetzt beim Enttasten auch, um Schnelligkeit, um Sicherheit, ein sauberes Enttasten, aber in der bestmöglichen kürzesten Zeit. 30 Häste in 13, 14, 15 Sekunden und das fehlerfrei, das sind dann die Top-Leistungen. Und so ist neben dem exakten Arbeiten natürlich auch eine professionelle Ausrüstung von großer Wichtigkeit. Dies weiß auch Hauptsponsor Anton Pfanner, Geschäftsführer der Pfanner Schutzbekleidung GmbH, zu berichten. Ich bin mit den Wettkämpfern, habe ich das Problem für die Forstarbeiter erkannt. Die haben mir auch das gesagt, was für ein Problem das da ist bei der Bekleidung bis zum Helm. Hat ihr damals schon ausgestattet, das ist schon über 18 Jahre her, mit dem Hermann und mit dem Herwig. Damals und die haben immer mit meiner Bekleidung, mit meiner Ausstattung sind sie immer Sieger gewesen. Und das ist bis heute so geblieben. Und das hat mir immer der Ehrgeiz hier, um sowas zu unterstützen. Darum unterstütze ich es auch hier im Montafon. Dass die österreichische Mannschaft auch in diesem Jahr ihren Weltmeistertitel von 2010 hart verteidigen wird, steht außer Frage. Wir wünschen den etwas anderen Extremsportlern auf jeden Fall viel Glück und lasst die Motoren glühen.